Jetzt aber herzlich willkommen zu unserem WBSC Skills aus dem Bereich, ja, Windows Server. Aber wir sagten ja, wir fokussieren uns mal auf den SQL Server diesen Monat. Schön, dass ihr euch eingewählt habt. Wir starten fast pünktlich um 13 Uhr. 13:01 ist es. Und heute haben wir das Thema Grundlagen und Installation. Wir werden uns aber auch noch anschauen, Arbeit mit Datenbanken, Backup und Restore und SQL Server im Cluster. Alles Themen, die sicher früher oder später mal relevant werden, wenn man mit SQL-Server-Systemen zu tun hat. Und das Schöne ist ja, SQL-Server ist eine relationale Datenbank, gehört ähnlich wie die anderen klassischen On-Premises-Technologien zwar, wenn man so den Medien glauben mag und den Microsoft-Berichten etwas dem alten Eisen an, aber so ist es bei weitem nicht. Es gibt die allermeisten Applikationen am Markt, die solche Systeme benötigen, sind immer noch basierend auf relationalen Datenbanksystemen. Da gehört der klassische SQL-Server dazu und genau das schauen wir uns an. Also nichts Abgehobenes mit Hybrid oder Cloud-bezogenen Themen, sondern wirklich SQL-Server von der Basis an. Könnt ihr also vieles auf andere relationale Datenbanksysteme übertragen, natürlich nicht den einzelnen Klick im Detail. Ihr könnt mir gerne über die Chat-Funktionalität jetzt Feedback geben, ob ihr mich gut hört, ob ihr die Präsentation sehen könnt. Das wäre ganz wichtig, weil wir werden uns viele Live-Demos anschauen. Das heißt, es kommen dann ganz viele Live-Demos im Laufe dieser Stunde dazu. Und natürlich könnt ihr mir auch Fragen stellen. Also SQL Server macht man ja vielleicht nicht jeden Tag. Wenn es Fragen gibt, schreibt dort rein. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum machen wir einen SQL Server? Also ich habe euch ja zum Beispiel zu dem Thema Exchange in letzter Zeit schon öfter angekündigt, dass das jetzt nicht so mein Fokusthema mehr ist, dass ich jahrelang sehr intensiv Exchange gemacht habe, aber dass wir zum Beispiel den WBSC Web Day, den wir machen am 29. Oktober mit dem Thomas Stensitzky zusammen machen, der MVP für das Thema Office und Apps ist. Warum also SQL Server? Ist ja auch so eine ganz andere Welt. Ja, der SQL Server war mein Einstieg in die Microsoft-Welt. Mit SQL Server bin ich quasi in die Microsoft-Welt reingekommen, weil ich vorher viel mit Oracle zu tun hatte. Und Oracle habe ich immer gehasst, aber ich musste damit arbeiten. Aus administrativer Sicht waren so Oracle-Versionen 7x und 8x, also die eine 7 und eine 8 vorne dran hatten. Mittlerweile ist das bei was weiß ich wo. Oracle ist aber gar nicht mehr mein Thema. Und SQL Server ist etwas, was ich dann sehr schnell ja, schätzen gelernt habe. Und so SQL Server 2000, 2005 und so weiter wirklich ganz intensiv damit zu tun hatte und mittlerweile immer noch einige georedundante Cluster im Bereich SQL Server betreue. Also das war so ein bisschen meine Spezialität dort. Deswegen machen wir das auch im letzten Termin. SQL Server im Cluster. Aber man braucht immer auch die Grundlagen, mit denen wir anfangen. Also das ein bisschen zum Hintergrund. Warum macht der Manfred auch SQL Server? Weil SQL Server einfach mein Einstieg in die Microsoft-Themenwelt war vor vielen, vielen Jahren. Und natürlich habe ich auch den Windows Server dann sehr schnell schätzen gelernt, weil damals der SQL Server ja nur auf Windows Server lief. Stand heute würde er auch auf Linux laufen. Und dann im Windows Server natürlich sehr schnell auch so Dinge wie Hyper-V und jetzt dann zuletzt Storage Spaces Direct, die zu meinem Fokus geworden sind. Aber zurück zum SQL Server. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, denn heute haben wir geplant, so ein bisschen über Edition und Lizenzierung zu sprechen. Das ist wichtig, wenn es um das Thema Grundlagen geht. Dann aber auch ein bisschen Systemanforderungen und Installation und Zugriff auf SQL Server. Das werden wir Live-Demo machen, so wie ihr es von dem 13-Uhr-Termin gewohnt seid. Da machen wir alles, was geht, irgendwie live. Gut, Edition und Lizenzierung, da könnte ich jetzt eine Website aufrufen. Ich habe uns einen Screenshot davon gemacht. Die relevanten Editionen, die es gibt, ist zunächst mal vielen sicher schon mal begegnet SQL Server Express, weil die Express Edition ist eine Edition, die ist kostenfrei. Die ermöglicht es uns, SQL Server Funktionalitäten zu nutzen mit einer limitierten Datenbankgröße. Das heißt, die Datenbanken können dort nicht unendlich groß werden und es werden auch nicht unendlich viele Systemressourcen verwendet. Es ist also was für kleinere Szenarien, viele SMB-Anwendungen, die eine Datenbank im Hintergrund brauchen und die nur einen kleinen Datenbestand benötigen, verwenden so eine SQL Server Express Edition.
Aus meiner Sicht ist die größte Einschränkung für den SQL Server Express, dass er keinen Agent in der klassischen Form mitbringt. Der SQL Server Agent ist die Komponente, die uns beim SQL Server eine Automatisierung zulässt. Und das werden wir merken, das ist sehr schnell wichtig. Wenn wir Backup machen, automatischen Export-Import, automatische Datenaktualisierung oder sonst was, da ist immer der Agent involviert. Und den haben wir bei der Express Edition nicht in der Form. Developer ist eine sehr coole Edition, denn die Developer Edition, die wurde viele Jahre für ein paar Euro abgegeben. Mittlerweile ist die kostenfrei verfügbar. Ihr habt sie auf jeden Fall alle in euren Internal Use Rights drin. Und die Developer Edition ist technisch identisch mit der Enterprise Edition, die ganz weit oben steht. Das heißt, wir haben wirklich alle SQL Server Features drin. So ein SQL Enterprise, um es kurz vorwegzunehmen, der wird lizenziert auf Basis der Prozessorkerne. Mindestens vier muss ich lizenzieren. Also typischerweise sind wir bei Enterprise, wenn wir es lizenzieren, im Bereich von einigen 10.000 Euro Lizenzkosten für den SQL Server. Das ist dann aber häufig immer noch eine Kostenersparnis, wenn wir es der vergleichbaren Oracle Edition gegenüberstellen. Was ich damit sagen will, wenn ich etwas entwickle, wenn ich was teste, wenn ich was ausprobiere, die Developer Edition bietet mir das alles for free, aber ich darf es halt nicht produktiv nutzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also kein produktiver Einsatz, auch nicht übergangsweise, auch nicht testweise, sondern wirklich nur zur Entwicklung, lässt aber der Name schon vermuten, die Developer Edition. Aber ich muss für dieses Entwickler-Tool für Datenbanken nicht irgendwie Geld bezahlen oder eine günstigere oder eine teurere Lizenz, sondern es ist einfach kostenfrei für mich verfügbar, zumindest wenn ich in irgendeiner Form Microsoft-Produkte lizenziert habe. Die Web Edition ist eine sehr spezielle für Hoster. Das ist etwas, was wir dann in der weiteren Lizenzbetrachtung nicht berücksichtigen werden. Übrigens auch Developer und Express werden wir nicht im Detail betrachten, weil Express ist kostenfrei. Ja? Developer ist für die Entwicklung auch for free. Web ist für Hoster. Das heißt, wir werden uns konzentrieren auf Standard und auf Enterprise, denn hier ist es wichtig, den Unterschied zu verstehen. Und hier ist es auch wichtig zu verstehen, dass wir so einen SQL Server Standard sehr kosteneffizient über OEM bekommen. Nicht bei jedem OEM, aber es gibt einige OEMs am Markt. Sprecht da mit eurem OEM, sprecht da mit eurem Distributor oder wenn ihr nicht weiterkommt, dann schreibt uns direkt an, den Sven oder mich. Dort gibt es also den SQL Server Standard als OEM-Lizenz teilweise. Und die OEM-Lizenz, wisst ihr, wie es beim Server ist, typischerweise bekommen wir so zu circa 50% der Lizenzkosten eine Lizenz, die uns alle Funktionalitäten bietet im Vergleich zur Volumenlizenz. Und so ist es halt auch beim SQL Server. Beim SQL Server brauchen wir häufig sowieso die aktuelle Version. Somit ist das fein an der Stelle. Und wir haben auch von der Lizenzierung her natürlich vergleichbare oder identische Möglichkeiten hier. Die Enterprise Edition ist dann die ganz große Edition. Die Enterprise Edition werden wir gleich sehen. Im Bereich der Lizenzierung lässt nicht jede Lizenzoption zu. Die hat eine ganze Menge an Funktionalitäten, wo wir jetzt nicht durchgehen wollen, weil das könnt ihr alles unter docs.microsoft.com. Also wenn ihr eine Suchmaschine nehmt, docs.microsoft.com, SQL Server Editions eingebt oder Editionen, findet ihr eine ausführliche Vergleichstabelle mit jedem Einzelfeature. Was man aber recht pauschal sagen kann, die Enterprise Edition hat im Bereich der Datenanalyse mehr Funktionalitäten, also bei den sogenannten Analysis Services und Reporting Services, also wenn es um Datenanalyse, Data Mining und Visualisierung geht. Und die Enterprise Edition hat tatsächlich in manchen Fällen auch Performance-Vorteile, weil sie erweiterte Algorithmen hat, was den Zugriff auf so eine Datenbank angeht. Eine Datenbank kann man sich ja vereinfacht vorstellen wie eine Anordnung von mehreren Tabellen, die in Relation zueinander gesetzt werden, die verwaltet werden in einer oder mehrerer Datenbankdateien. Und jetzt kann man sich vorstellen, nehmen wir mal als viel einfacheres Beispiel eine Excel-Tabelle. Eine Excel-Tabelle hat Zeilen und Spalten. Wenn ich dort auf eine Information zugreifen möchte, dann muss ich definieren, welche Zeile ist es, welche Spalte ist. Und wenn ich die aktualisiere, dann muss ich die unter Umständen sperren. Und dieses Sperren nennt sich beim SQL Server das sogenannte Logging.
Und dieses Locken, dieses Sperren von dem ja, SQL-Server Feldern, von den SQL-Server Bereichen, das ist eine Sache, die ja der Enterprise Edition viel granularer erfolgt. Das Schlimmste, was beim SQL-Server passieren kann, ist ein sogenannter Deadlock. Das ist nicht das Schlimmste, es können viele schlimme Dinge passieren. Ein Deadlock würde bedeuten, eine Sperre wartet so lange auf eine Antwort, dass keine andere Transaktion mehr auf diese Daten zugreifen kann und sich das System somit selber lahmlegt. Das ist dann aber ein Programmierfehler. Jetzt lese ich im Chat gerade, soweit mir bekannt ist, gibt es den SQL Server Standard nicht mehr als OEM, nur noch in den Open-Varianten. Nö, also da wäre jetzt die Frage, von welchem OEM die Info kam. Ich weiß mindestens einen, bei dem es noch gibt, den ich jetzt hier aber nicht nennen möchte, weil ich eben keine vollständige Liste habe. Ich habe versucht, eine vollständige Liste von allen OEMs zu bekommen. Dann hätte ich die gerne genannt, wenn ich mir sicher gewesen wäre. Aber ich bin mir nicht 100% sicher und ich möchte jetzt keinen benachteiligen. Aber auf Nachfrage nenne ich gerne auch den IDIN per Mail oder so. Mich würde es jetzt mal interessieren, woher die Info gab, dass es den nicht mehr gibt, den SQL-Server. Also woher kam die Info? Und also ich bin mir sehr sicher, dass es den gibt. Vielleicht schaffen wir es, eine vollständige Liste zu generieren mit allen OEMs, die sie anbieten und wir veröffentlichen sie irgendwo. Also ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass es den weiterhin als OEM auch gibt, den SQL Server Standard in Version 2019. Wir sprechen jetzt über Version 2019. Also von daher, wir fokussieren mal auf Standard und Enterprise von den Lizenzvarianten. Und das ist jetzt ganz wichtig. Der SQL Server Standard, der ist dort sehr flexibel, weil vollkommen unabhängig davon, was jetzt gerade als Frage getaucht ist, aufgetaucht ist, OEM oder nicht OEM, ich behaupte jetzt einfach mal, den gibt es weiterhin auch als OEM-Lizenz, den SQL Server Standard in der Version 2019, hat der die Möglichkeit, als Server plus CAL lizenziert zu werden oder pro Core. In der Variante Server plus CAL ist es so, dass der SQL-Server zu einem Preis verfügbar ist, den ich jetzt nicht in Euros beziffern kann, aber so ungefähr auf dem Niveau eines Exchange-Servers. Also es ist eine, sagen wir mal, erschwingliche Server-Lizenz. Und diese erschwingliche Server-Lizenz, die benötigt dann aber für jeden Zugriff eine Client-Access-Lizenz. Das ist übrigens wie beim Windows Server. Diese Client Access Lizenzen werden nirgends getrackt, aber ich muss sie haben. Also es ist keine Entschuldigung, wenn ich sage, naja, ich habe da jetzt irgendwie keine und es geht trotzdem, sondern ich muss diese Lizenzen besitzen, damit ich die ja, Nutzungsrechte habe für den Zugriff. Und die SQL Server CALs gibt es als Device CALs und als User CALs. Jetzt, wenn ich also einen SQL-Server habe für 50 Benutzer, dann erwerbe ich einmal die SQL-Server-Lizenz plus 50 User-Calls. Wenn ich 100 User habe, dann erwerbe ich eine SQL-Server-Lizenz plus die 100 User-Calls oder entsprechend, wenn ich auf Basis der Devices lizenziere, die Device-Calls. Ich darf sie auch wieder mischen. Es ist wie beim Windows Server. Ich muss halt sicherstellen, dass in der Variante Server plus CAL keine Zugriffe auf den Server erfolgen, die nicht durch eine Client Access Lizenz abgedeckt sind. Jetzt, wenn der SQL Server auf Linux läuft, brauche ich keine Windows Server CAL, logischerweise. Wenn der SQL Server auf Windows Server läuft, dann brauche ich eine Windows Server CAL natürlich auch. Ich brauche immer die Windows Server Client Access Lizenz als Basis und dann on top entsprechend die zugehörige ja, Applikations-CAL, in dem Fall die SQL Server Client Access Lizenz. Jetzt kann man sich vorstellen, das geht natürlich mit jedem weiteren User bzw. mit jedem weiteren Device steigen die Kosten. Wenn ich jetzt also eine Konstellation habe, wo ich eventuell mit wenigen Kernen zurechtkomme und aber sehr viele User bedienen müsste, dann könnte die Lizenzierung pro Core interessanter sein, weil die Pro-Core-Lizenzierung, jetzt nehme ich die aber mal in einer anderen Farbe, das wird die uns da ein bisschen leichter tun beim Besprechen, machen wir mal die Pro-Core-Lizenzierung vielleicht in grün.
Dann ist es so, bei der Pro-Core-Lizenzierung hätten wir eine Anzahl X von Kernen, die wir lizenzieren. Und wie viele User dann darauf zugreifen, ist egal. Das ist anders beim Windows Server. Beim Windows Server lizenzieren wir auf Basis der Prozessorkerne, aber wir brauchen trotzdem on top noch die Client Access Licenses. Das ist beim SQL Server nicht der Fall. Wenn wir pro Core lizenziert haben, dann lizenzieren wir pro Kern und dann dürfen so viele User oder Devices zugreifen, wie wir möchten. Es ist klar, wo die Logik von Microsoft dahinter liegt. Wenn ich einen großen Workload habe, werde ich tendenziell mehr Kerne benötigen und dann steigen auch die Lizenzkosten wieder. Es gibt aber durchaus Szenarien, wo ich sehr viele User habe mit einem geringen Workload und wo ich dann letztendlich mit dieser Pro-Core-Lizenzierung definitiv günstiger fahre. Es kann aber auch sein, wenn ich einen größeren Workload habe mit mehreren Usern, dass ich einfach durch diese Call-Kombination irgendwann den Break-Even erreicht habe, wo das die Lizenzierung pro Core günstiger wäre. Die beliebteste Frage an der Stelle ist übrigens, naja, ich habe ja eigentlich nur einen User, der direkt auf den SQL-Server zugreift, weil alle anderen arbeiten durch eine Web-Anwendung. Das ist in der Theorie vielleicht so und auch in der Praxis arbeiten in der Webanwendung, aber in der Lizenzierung ist wichtig, dass in den Lizenzbedingungen des SQL-Servers steht, dass jeder direkte, aber auch indirekte Zugriff lizenziert werden muss. Das heißt, das bringt uns an der Stelle nichts. Wenn wir also eine Middleware haben, wie eine Webanwendung oder ähnliches, wo alles gebündelt wird und dann auf den SQL-Server geht, wir aber hinten dran 50 User haben, dann müssen trotzdem die 50 Personen, die zugreifen, lizenziert werden oder die 100 oder die 150. Also jeder direkte und indirekte Zugriff. Das ist dann sehr schnell ein großer Kostenfaktor, wenn es device-basierte Zugriffe gibt. Messfühler in irgendwelchen Anlagen, Temperatursensoren oder ähnliches, die ihre Daten in den SQL-Server reinlocken. Dann müssen wir auch dort natürlich berücksichtigen, dass das ein indirekter Zugriff ist. Kein indirekter Zugriff wäre es mehr und sowas baut man auch häufig, da wird es dann aber gleich viel komplexer und da muss man in die Applikationslogik eingreifen, wenn von so einem Messfühler die Daten gar nicht direkt in den SQL-Server geschrieben werden. Sondern ein solcher Messfühler könnte über ein Windows 10 IoT zum Beispiel ein kleines Embedded-System haben, wo er Messdaten lokal auf eine kleine SQL-Server-Datenbank speichert, die natürlich Express-basiert ist und damit frei. So, jetzt haben wir einen lokalen Datenbestand und jetzt wird in definierten Abständen zwischen der dezentralen Datenbank und der zentralen Datenbank eine Replikation durchgeführt, ein Datenimport. Dann ist nämlich der Messfühler kein indirekter Client mehr an dem SQL-Server, der in der Zentrale steht, sondern dann ist er ein direkter Client an dem SQL Express, was dezentral bei ihm mitläuft. Und dann können die Daten nach zentral übermittelt werden. Sowas kann ich aber nicht einfach bauen, wenn mein Mess- und Regelsystem so aufgebaut ist, dass es direkt in den SQL-Server reinschreibt. Gut, also ich denke, das kann man schon mal verstehen. Server plus Call oder Procore. Bei der Enterprise Edition gibt es nur die Procore-Variante. Das heißt, SQL Server Enterprise wird immer auf Basis der Prozessorkerne lizenziert. Mindestens vier müssen wir lizenzieren, dass wir hier die entsprechenden Nutzungsrechte haben. Aber natürlich alle, die der Server hat, ja, aber wir könnten durchaus auch kleinere Server aufbauen. Jetzt hatte ich schon gesagt, so ein Kern Enterprise ist nicht ganz so günstig. Aber ist natürlich auch ein Enterprise-Produkt, wie es der Name schon sagt. Also der SQL-Server hat es geschafft, mit dem Oracle wirklich dort auf einem Niveau zu spielen, in einer Liga zu spielen. Und lizenzseitig viel flexibler zu sein. Also da muss man sich definitiv nicht verstecken. Die Enterprise Edition, die gibt es definitiv nur als Volumenlizenz. Bei Standard hatten wir ja gerade, ich sage mal in Anführungszeichen, die Diskussion, weil ich sagte, es gibt es auch als OEM, wo wir den Kommentar im Chat hatten, dass das vielleicht nicht mehr so sein könnte. Ich werde das explizit nochmal hinterfragen, aber ich bin mir doch sehr, sehr sicher, dass es bei ausgewählten OEMs, nicht bei jedem, das ist wichtig, ich kann das nicht als System Builder bestellen oder bei jedem OEM,
Aber bei ausgewählten OEMs und darunter auch einige Major Brands und auch einige regionale weiterhin den SQL Server auch als OEM-Lizenz anbieten können und auch die SQL Server Client Access Lizenzen. Alternativ dazu gibt es teilweise von Softwareanbietern den SQL Server als integrierte Lizenz. Das heißt, es gibt manchmal auch Software-Applikationen, die einen SQL Server mitbringen, der dann aber nur für die Applikation verwendet werden darf. Da muss man vorsichtig sein. Das heißt, ich habe dann ein Produkt XY von einem Hersteller und dort darf ich dann SQL Server verwenden, aber nur für den Einsatz dieser Applikation. Sowas macht Microsoft zum Beispiel bei den System Center Produkten. System Center von Microsoft benötigt einen SQL Server im Hintergrund. Jetzt muss ich aber nicht SQL Server on top lizenzieren, sondern wenn ich System Center lizenziere, habe ich die Nutzungsrechte für SQL Server mit drin, aber nur für die Nutzung in Verbindung mit diesen System Center Produkten. Muss man also aufpassen, dass man nicht irgendwie noch andere Datenbanken damit draufpasst. Jetzt, was das Schöne ist, wenn wir SQL Server Enterprise lizenzieren mit Software Assurance, dann können wir entweder die physischen Kerne eines Virtualisierungshosts mit Enterprise lizenzieren und wir dürfen dann beliebig viele VMs mit SQL Server betreiben auf diesem Host. Oder wir dürften auch in den VMs, die SQL Server ausführen, nur die VCPUs lizenzieren. Das ist dann interessant. Ein typisches Virtualisierungsszenario sieht ja so aus. Ich habe sehr leistungsfähige Hosts. Also stellen wir uns vor, ich habe AMD-basierende Rechner. AMD-basierende Systeme schaffen auf zwei Sockelsystemen 128 Kerne pro Knoten, Maximalausbau. Jetzt haben wir zwei Stück davon, sind 256 Kerne. Wenn wir mit einem der Hersteller lizenzieren, die den Core Cap anbieten für AMD-Prozessoren, zum Beispiel Hewlett-Packard Enterprise und Dell Technologies, um zwei Beispiele zu nennen, dann müssten wir dort nur 64 Cores pro Server lizenzieren, also 128, haben wir schon mal massiv Geld gespart. Aber jetzt, wenn ich mal grob überschlage, soweit kann ich, glaube ich, im Kopf jetzt um die Mittagszeit nicht rechnen, aber wenn wir jetzt mal nehmen, die 256 Kerne, die wir haben vom SQL Server Preis, sind wir irgendwo im Bereich für die SQL Server Lizenzierung von ja, knapp unter 5 Millionen Euro, wenn wir SQL Server dafür lizenzieren wollen würden für die Hardware. Aber vielleicht haben wir auf diesem extrem leistungsfähigen System nur einen virtuellen SQL Server mit acht virtuellen Cores und dann schaut es plötzlich ganz anders aus. Dann können wir auch die acht virtuellen Cores nur lizenzieren. Also Enterprise Edition beim SQL Server überlässt uns die Flexibilität, wenn wir eine Software Assurance dazu haben, dass wir entweder die Kerne des physischen Hosts lizenzieren oder die virtuellen CPUs der VM. Das geht beim Windows Server ja nicht. Beim Windows Server lizenzieren wir immer die physische Hardware. Das ist die Besonderheit beim SQL Server. Wenn ich jetzt sehr viele VMs mit SQL Server betreibe, dann mache ich es natürlich über den physischen Host, weil es günstiger ist. Wenn ich sehr leistungsfähige Hosts habe mit sehr wenig SQL Server, dann mache ich es über die ja, Lizenzierung der VM. Und wenn ich Standard nehme, dann könnte ich in so einem Szenario ja vielleicht Server plus CAL nutzen. Gut, das ist die SQL Server Lizenzierung im Schnelldurchlauf. Wenn es Fragen gibt, gerne in den Chat reinschreiben. Von den Systemanforderungen und Systemempfehlungen ist es so, dass der SQL Server gerne einen eigenen Server für sich hätte und das würde ich auch empfehlen, weil der SQL Server eine sehr umfangreiche Architektur hat. Wir aber ansonsten recht flexibel sind. So ein SQL Server könnte betrieben werden auf dem Windows Server 2019 Standard. Ja, wir sehen, da ist durchgängig ein Jahr drin, auch ein Essentials wäre dort durchgängig ein Jahr drin. Da müssen wir bloß aufpassen, das ist nicht empfohlen, aber technisch möglich, den SQL Server auf einem Domain Controller zu installieren. Auch ein Windows Server 2016 Standard geht. Denn da gibt es einen Unterschied im Vergleich zu Exchange. Exchange 2019 erfordert ja zwingendermaßen Windows Server 2019 als Basis. SQL Server 2019 lässt uns hier beide Optionen offen. Entweder Windows Server 2019 oder Windows Server 2016.
Ich würde da aber auch den Windows Server 2019 empfehlen an dieser Stelle. Gut, jetzt, wenn wir uns den Hardware-Anforderungen widmen, CPU, Memory und so weiter, dann ist das, was Microsoft schreibt, eigentlich nicht besonders hilfreich, weil lesen wir irgendwas von einem Gigabyte RAM und solche Dinge. Das ist natürlich nur die Mindestanforderung, dass das Ganze läuft. Das heißt, wie viele Ressourcen der SQL-Server für sich benötigt, hängt davon ab, welchen Workload er ausführt. Ich kenne SQL-Server-Systeme, die haben ein oder zwei Terabyte Memory und sind damit am Limit. Und ich kenne SQL-Server-Systeme, die haben ein paar Gigabyte Memory und haben noch Ressourcen frei. Das heißt, es hängt wirklich davon ab, wie der Workload arbeitet, welcher Workload dort ausgeführt wird. Und das werden wir im Laufe der vier Webcasts auch ein bisschen rausfinden, wie wir sowas beurteilen können. Woran wir erkennen, wo vielleicht ein Leistungsengpass liegt, wie wir das überhaupt betrachten und beurteilen. Gut, Fragen zur Lizenzierung gibt, gern weiter in den Chat nutzen. Ich würde jetzt mal rüber wechseln auf die Live-Demo-Umgebung. Ich habe uns dort eine virtuelle Maschine vorbereitet. SD110 SQL02, da ist aber noch kein SQL-Server installiert. Keine Sorge, da ist noch kein SQL-Server-System drauf. Wir wollen dort als erstes mal ein Installationsmedium mounten. Und zwar nehme ich den SQL Server 2019 Standard. Ich nehme bewusst keine Enterprise Edition. Und wir schauen uns hier mal an, was passiert, wenn wir das Ganze geladen haben. Der SQL Server hat nämlich ein sehr umfangreiches, recht ausgeprägtes Installationsmenü für sich schon mal. Das heißt, der SQL Server Installation Center, wie er sich nennt, der startet hier als erstes mit einer Rubrik, die sich nennt Planning. Da sind wir jetzt aktuell. Und da gibt es verschiedene Planungsdokumente, Hardware- und Softwareanforderungen, Security Documentation, Release Notes. Dann gibt es aber auch einen System Configuration Checker, der prüft, ob dieses System für eine Installation von SQL Server geeignet ist. Dann haben wir einen Datenmigrationsassistenten. Vielleicht müssen ja auch mal Daten hier überhaupt erst immigriert werden. Online Installation Help, dann Informationen zum Clustering, Informationen zum Upgrade. Und da können wir nach unten scrollen, da geht es noch weiter. Wie werden Updates angewendet und so weiter. Dann Rubrik Installation werden wir uns gleich anschauen. In der Rubrik Installation gibt es zunächst mal Standalone Installation. Das machen wir jetzt dann gleich, wenn wir hier über alle Punkte gesprochen haben. Reporting Services sind seit einigen Versionen, ich weiß leider nicht mehr auswendig, seit welcher. Das glaube ich auch nicht so relevant. Ihr werdet Versionen haben, wo hier die Reporting Services nicht auftauchen. Und ihr werdet Versionen haben, wo sie da sind, dann wisst ihr, hier müssen wir Reporting Services extra installieren. Dann haben wir die Management Tools. Das ist jetzt schon seit mehreren Versionen so, dass die Management Tools nicht mehr Teil des SQL Server Setups sind, sondern unabhängig davon heruntergeladen und installiert werden. Dann die Datenmanagement- und Transformationstools. Dann gibt es hier einen eigenen Menüpunkt zur Installation eines SQL Server Failover Clusters. Dann gibt es einen eigenen Punkt zum Hinzufügen eines Knotens zum SQL Server Failover Cluster. Jetzt habe ich zu weit runtergescrollt. Dann gibt es Upgrade vorheriger Version und New Machine Learning Server. Machine Learning ist eine Funktionalität, die der SQL Server seit ein paar Versionen bietet. Dann haben wir das Thema Maintenance Edition Upgrade. Wenn ich zum Beispiel eine Developer Edition installiert habe, kann ich sehr unkompliziert auf Enterprise wechseln. Brauche natürlich die Lizenz dafür. Dann haben wir die Reparatur, Knoten entfernen vom Failover Cluster und Windows Update ausführen, um hier die Windows Updates auch für den SQL Server zu installieren. Dann gibt es eine Reihe von Tools. System Configuration Checker, der uns prüft, ob auf diesem System alle Anforderungen geeignet sind. Ihr werdet feststellen, das SQL Server Setup ist relativ langwierig am Anfang. Das heißt, das fragt ziemlich viele Dinge von uns ab.
Jetzt ist es so, dass der nicht als allerersten Schritt prüft, ob das System geeignet ist, sondern er fragt einige Dinge ab und stellt dann unter Umständen fest, das System ist nicht geeignet. Das ist natürlich ärgerlich, deswegen kann man das vorab prüfen. Dann gibt es einen Installed SQL Server Feature Discovery Report. Wenn man nicht ganz tief im Thema SQL Server drin ist, dann ist es durchaus eine Herausforderung festzustellen, wenn ich ein SQL Server System habe, was ist denn da eigentlich alles genau installiert? Welche Komponenten sind dort da? Was wurde dort eingerichtet? Und da hilft uns der SQL Server Feature Discovery Report. Und da haben wir noch das Microsoft Assessment Planning Toolkit für SQL Server. Das kennt ihr aus verschiedenen meiner Videos. Mit dem MAP, mit dem Assessment Planning Toolkit, habe ich eine Möglichkeit, eine Analyse einer vorhandenen Umgebung durchzuführen, um dann eine Migration auf eine neue Version zu planen. Dann haben wir Ressourcen, das sind viele Links zu Online-Dokumenten und Communities für den SQL Server. Dann haben wir Advanced, wir können installieren basierend auf einem Configuration-File. Das ist genial, wenn wir ja, Funktionalitäten haben, die wir immer wieder brauchen. Wenn wir bestimmte SQL Server-Funktionalitäten immer wieder benötigen, dann könnten wir mit so einem Configuration-File arbeiten. Dann gibt es erweiterte Cluster-Installation und der SQL Server unterstützt sogar ein Imaging. Bei den Options geht es nur um die Frage, wo kommt eigentlich das Installation-Medium her. Ich wechsle jetzt mal rüber auf die Installation und bei der Installation wähle ich, da muss ich jetzt bloß wieder hochscrollen, das macht er nicht automatisch, New SQL Server Standalone Installation or Add Features to an Existing Installation. Das ist das, was ich machen möchte. Und wir sehen, in diesem SQL Server Installation Center öffnet sich ein neues Fenster und in diesem neuen Fenster gehe ich einfach mal auf Next. Also am Anfang hat er mir dort Informationen angezeigt, ob ich eine ja, Testversion installieren möchte oder mein Product Key verwenden möchte. Und ich akzeptiere den Lizenzvertrag, gehe dort wiederum auf Next. Und jetzt habe ich hier noch eine Option, dass ich Windows Update verwenden könnte, um Updates zu installieren. Das möchte ich machen. Und jetzt prüft er mir, ob denn grundsätzlich so die Rahmenbedingungen stimmen. Scan for Product Updates, Download Setup Files, Extract Setup Files und Install Setup Files. Das machen wir jetzt hier an der Stelle einmal. Das erste hat er schon completed. Product Updates. Das ist immer ganz praktisch, weil der SQL Server, der kennt sogenannte Update-Rollups. Die gibt es in regelmäßigen Abständen und dann würde er mir die hier über Update gleich mit integrieren. Und was dort auffällt beim SQL Server Setup, da ist jetzt also nichts schief gegangen oder abgebrochen, sondern er hat so mehrere Phasen, zwischen welchen er hin und her wechselt. Und jetzt sind wir hier in der Phase Install Rules und da haben wir ein erstes Warning. Das Warning sagt mir hier Windows Firewall. Und wenn ich dann auf Warning hinten drauf klicke und mir das durchlese, dann sagt er mir, die Firewall, die wird jetzt nicht automatisch mitkonfiguriert. Da muss man wissen, der SQL Server verwendet standardmäßig den Port 1433 TCP für den Datenbankzugriff auf die Default-Instanz. Das heißt, wenn wir den freigeben, ist recht wahrscheinlich, dass der Zugriff funktionieren wird. Wenn wir mehrere Instanzen installieren, und das ist übrigens was Spannendes, ich denke nicht, dass wir das heute zeitlich schaffen, aber es ist eine sehr coole Option. Der SQL Server erlaubt es, dass wir ihn mehrfach auf einem Windows Server installieren. Das geht mit sehr wenigen anderen Produkten. Also ein SQL Server, Entschuldigung, ein Exchange Server habe ich auf einem Server entweder installiert oder nicht installiert. Ich kann ihn nicht auf ein oder demselben Server drei oder viermal installieren. Wie würde ich es lösen? Ich würde VMs nutzen. Wenn ich sage, ich brauche aber drei oder vier Exchange-Server, dann würde ich drei oder vier VMs anlegen und jeweils einen Exchange-Server rein installieren, wo dann die einzelnen Workloads verteilt sind. Beim SQL-Server kann ich das natürlich auch über VMs machen, aber ich habe zusätzlich auch die Möglichkeit, dass ich sage, ich installiere einfach mehrere Instanzen auf einem Windows-Server. Das hat für mich den Vorteil, ein physischer oder virtueller Windows-Server, den ich warten muss, darauf mehrere SQL-Server-Installationen, die ich nicht alle einzeln installieren muss, sondern es geht mit einer einzigen Lizenz. Diese SQL-Server-Instanzen sind komplett unabhängige SQL-Server, die können eigenen Versionsstand haben, die haben eigene Binaries, die haben eigene Dienste, die teilen sich bloß den Windows-Host. Das heißt, wenn ich den Windows-Host durchstarte, sind alle SQL-Server-Instanzen betroffen.
Aber wenn ich zum Beispiel eine einzelne SQL-Server-Instanz durchstarte, weil ich dort Änderungen vorgenommen habe, hat das keine Auswirkungen auf die anderen SQL-Server-Instanzen. Wenn ich mehrere Instanzen des SQL-Servers auf einem Host habe, dann brauche ich zusätzlich den Port 1434 UDP, der freigegeben werden muss, weil dann gibt es einen sogenannten SQL-Server-Browser, der den Zugriff zwischen den einzelnen Instanzen handelt. So, wissen wir jetzt hier, wir müssen uns später um die Firewall kümmern. Machen wir, zeige ich euch. Gehen wir auf Next. So. Was wollen wir installieren? Naja, wenn ihr etwas bei einem Kunden installiert, dann müsst ihr eine genaue Vorgabe haben. Was braucht ihr? Das könnt ihr nicht einfach so erahnen, sondern wir brauchen irgendwo eine Anforderungsliste, was muss installiert werden. Die Datenbank-Engine will ich haben, die brauchen wir, dass wir mit Datenbanken arbeiten können. SQL-Server-Replikation, vielleicht kommen wir dazu, uns das mal anzuschauen. Replikation zwischen Servern, Datenaustausch zwischen den Servern, dafür brauche ich das. Machine Learning, sagte ich, ist eine der neueren Optionen, will ich nicht installieren. Volltextsuche, ja, ist sehr hilfreich, will ich installieren. Data Quality Services nehme ich auch nicht. Polybased Query Services ist auch relativ neu in den aktuelleren Versionen. Analysis Services, Datenanalyse, also Data Mining. Data Quality Client hängt mit den Quality Services zusammen. Client Tools Connectivity brauche ich, wenn ich mich von den Clients per OpenPC und so weiter verbinden möchte. Dann die Integration Services hätte ich gerne. Da geht es um den Datenimport-Export. Also mit den Integration Services habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, Daten aus einem Textfile in SQL Server rein zu importieren. Das Ganze in regelmäßigen Abständen zum Beispiel. Oder aus einer Excel-Tabelle oder von der Webseite oder sowas. Dann Client-Tool-Backwards-Kompatibilität ist immer hilfreich, wenn man unterschiedliche Versionen des SQL-Servers hat, weil das dann auch in ältere Versionen letztendlich unterstützen kann. Software-Development-Kit brauche ich nicht. Dann Distributed-Replay-Controller und Client, da geht es um die Wiedergabe von aufgezeichneten Workloads, brauche ich nicht. Und auch die Connectivity-SDK brauche ich nicht in meinem Fall. Ihr müsst, wie gesagt, immer eine genaue Info haben, was soll denn installiert werden, denn sonst fängt man von vorne an und was schon immer so war und weiterhin so bleibt. So ein installierter SQL Server lässt sich von einem Windows-System nicht besonders gut wieder entfernen. Also den kriege ich schon runter, aber bleiben viele Reste übrig. Ich wechsle mal auf mein Laufwerk E. Meine VM, auf der ich das mache, die hat zusätzlich auch ein Laufwerk E. Da gehe ich auf Next. So, dann habe ich hier eine kurze Wartezeit. Der prüft jetzt mal, ob das alles so passt. Jetzt hatte ich schon erklärt, wie das mit den Instanzen ist. Wir können mehrere Instanzen auf einem Host installieren. Jetzt gibt es die Besonderheit einer Default-Instanz, weil die Frage ist natürlich, wie erreiche ich die Instanz? Wenn ich auf eine solche Instanz zugreifen möchte, dann adressiere ich die über Name des Windows-Servers /Instanzname im Management-Studio. Jetzt gibt es Connection Strings und Anwendungen, die mit dem Instanznamen nicht umgehen können. Und jetzt heißt ja mein Server D110 SQL02. Wenn ich einen D110 SQL02 eingebe und auf dem Zielserver eine Default-Instanz habe, dann erreiche ich die. Wenn ich auf dem Zielserver keine, also auf dem D110 SQL02, keine Default-Instanz habe, dann muss ich immer den Namen der Instanz mitführen. Das heißt, standardmäßig installiert man die Default-Instanz, aber die muss ich nicht immer installieren. Wenn mir also ein Kunde sagt, ich brauche eine Named-Instanz, die heißt Webanwendung 01, dann installiere ich die Named-Instanz Webanwendung 01. Gut, wir nehmen eine Default-Instanz, die möchte ich haben. Funktionell sind ja ansonsten identisch. Es geht bloß um die Frage, wie navigiere ich dorthin. Die Default-Instanz hat nicht mehr Rechte oder weniger Rechte. Konfigurieren wir alles im Nachgang. So, jetzt geht es um die Frage der Service Accounts. Das ist nicht SQL Server spezifisch. Natürlich sind die Dienste hier SQL Server spezifisch. Aber was ich da für ein Konzept habe, das ist uns überlassen. Ich werde den Agent auf Automatic stellen. Wir sehen hier Startup Type Automatic Disabled Manual.
Und dann die Accounts, ja, können wir entweder die vorgeschlagenen verwenden oder eigene erstellen. Wie gesagt, ich nehme die, die mir Setup hiermit anbietet. Warum den Agent auf automatisch? Hatte ich vorhin kurz erwähnt. Das ist unsere Komponente des SQL Servers für die Automatisierung. Und naja, die brauche ich in den allermeisten Fällen. Also die ist für mich nie optional. Dann Datenbank Engine, Integration Services sehen wir, Full Text Search. Der Browser ist disabled, weil wir nur eine Instanz gerade installieren. Wenn wir das Setup nochmal durchführen für die zweite Instanz, schaffen wir wie gesagt leider heute zeitlich nicht, aber kann ich an der Stelle schon mal erklären, dann würde der Browser automatisch aktiviert. Dann geht es um die Datenbank Engine Services, dass wir letztendlich eine Möglichkeit haben, ja, Volume Maintenance Tasks diesem Service zu ermöglichen, ist eine Komfortfunktionalität. Könnte aber sein, dass es der ein oder anderen Sicherheitsrichtlinie im Unternehmen widerspricht. Das ist standardmäßig nicht aktiviert. Ich mache das mal, dass wir sowas im Agent zum Beispiel nutzen könnten. Ganz wichtig ist die Collation. Die Collation legt fest, wie die Daten in unserer SQL-Server-Datenbank gespeichert werden. Die Sortierreihenfolge ist das. Jetzt, wenn ich eine Collation habe, die bestimmte Zeichen nicht unterstützt, dann kann ich diese Zeichen dort nicht speichern. Also stellt euch vor, ihr habt einen Kunden hier in Deutschland, der ja vielleicht Applikationen hat, wo er irgendwelche Kundendaten speichert und ihr stellt hier die falsche Collation ein. Dann könnte es sein, dass der keine Ä, Ö, Ü und so weiter Umlaute speichern kann. Das heißt, diese im Französischen, die ganzen Accents und solche Dinge, die sind dann nicht verarbeitbar, wenn es die jeweilige Collation nicht unterstützt. Hier sollte man also genau hinschauen. Ich habe das durchaus schon erlebt, dass ich zu Kunden gekommen bin, wo SQL Server vorinstalliert waren. Und ich sagte ja, sorry, die können wir jetzt nicht verwenden, weil die Collation nicht passt. Jetzt kann man zwar die Collation je Datenbank nochmal einstellen, aber das Problem ist, wenn ich da gar nicht hinkomme, weil mein Server, den wir ja gerade installieren, schon die entsprechenden Sonderzeichen nicht unterstützt, dann ist schwierig. Also hier genau nachfragen, welche Collation brauchen wir. Es ist nicht immer Latin General, Case Insensitive, Accent Sensitive. Die richtige Variante, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Deutschland passt, ist sehr groß. Also Case insensitiv bedeutet zunächst mal, dass Groß-Kleinschreibung möglich ist, aber bei der Sortierung nicht unterschieden wird. Accent sensitiv, dass wir dann solche Dinge haben, eben wie unsere Umlaute, Sonderzeichen und solche Dinge. Aber hier bitte unbedingt fragen. Was braucht die Applikation? Weil das definiert letztendlich die Applikation, die auf die Datenbank zugreift. Wenn euch das der Applikationsentwickler nicht sagen kann, dann wisst ihr schon mal, das wird schwierig werden, weil der dann relativ wenig Ahnung von seiner Datenbank hat. Und das erlebt man in der Praxis leider erschreckend oft, dass ja, es Unternehmen gibt, die Applikationen entwickeln, die im Hintergrund eine Datenbank benötigen, zum Beispiel den Microsoft SQL Server. Und wo die Leute dann sehr, sehr wenig Ahnung von dem Produkt an sich haben. Gut, Collation haben wir gewählt, Service Accounts haben wir auch festgelegt. Wir gehen mal auf Weiter. Dann geht es um die Server-Konfiguration. Zunächst mal geht nur die Windows-Authentifizierung oder ist auch ein Mixed Mode mit einem sicheren Kennwort möglich. Wenn wir Mixed Mode machen, dann gibt es einen User SA. Und der SA, der braucht ein Kennwort, was auch der Windows-Kennwort-Richtlinie entspricht. Jetzt war der SA in früheren in früheren SQL-Server-Versionen schon manchmal das Einfallstor ins System. Also ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, SQL Server 2000 und der SQL Slammer-Virus, der in den USA so den ein oder anderen Energieversorger lahmgelegt hat. Da war bei der Installation das SA-Kennwort auf SA gesetzt worden. Also Username Siegfried Anton und Kennwort Siegfried Anton. Microsoft hat zwar empfohlen, dieses Kennwort zu ändern, aber hat uns nicht dazu gezwungen. Das hat natürlich dazu geführt, dass es im Markt so und so viele hunderttausende SQL-Server gab, die SA als Kennwort für den User SA hatten. Das war also keine Hacker-Meisterleistung, sondern hat jemand ein Schadskript laufen lassen, was bekannte Anmeldeinformationen verwendet hat.
Das wäre so, wie wenn ich euch jetzt hier im Chat meine IP-Adresse gebe, meine Public IP und meinen lokalen Admin und mein Kennwort, dann wäre es auch keine Meisterleistung mehr, mein System hier zu übernehmen. Was ich damit sagen will, dieses Thema der SQL-Server-Authentifizierung ist so ein bisschen in Verruf geraten, aber in den neueren Versionen wird dort überall verlangt, dass wir ein Kennwort festlegen und das muss der Komplexitätsrichtlinie entsprechen, die wir für unsere Kennwörter festgelegt haben. Von daher wird es, wenn ich das Kennwort sauber wähle, nicht automatisch unsicherer und ich habe halt den Vorteil, wenn meine Domain nicht da ist, dann kann ich weiterarbeiten. Ja, ich brauche keine Active Directory Authentifizierung. Ich kann ja über diese User gehen, die ich hier habe. Dann bei den SQL Server Administrator Accounts wäre meine Empfehlung die folgende. Ich würde in der Active Directory Domäne empfehlen, dass es eine Gruppe gibt, vielleicht auch mehrere, aber jetzt zunächst mal eine und ich denke, dann kann man das Konzept sehr schnell erkennen. Das heißt irgendwie SQL-Admins. Ich habe eine Gruppe der SQL-Administratoren und hier füge ich halt zu die User, die da drin sein sollen. In meinem Fall der Administrator, ansonsten halt die weiteren User, die den SQL-Server administrieren sollen. Weil ich kann nach dem Setup hier durchaus noch weitere SQL Server Administratoren hinzufügen, das ist aber sehr aufwendig. Wenn ich hier eine Gruppe drin habe, wie ich jetzt die SQL Admins, dann kann ich auf Windows-Ebene, da ist ein i zu viel, dann kann ich auf Windows-Ebene jederzeit in die Gruppe SQL Admins einen User aufnehmen und dann hat der im SQL Server administrative Rechte. Da habe ich also einen gewissen Vorteil, wenn ich mir dem Rechtekonzept des Windows zu nutzen mache. Jetzt habe ich diese Gruppe nachträglich angelegt, das heißt, ich füge sicherheitshalber mal meinen Administrator hinzu, weil sonst müsste ich mich nochmal ab und wieder anmelden, damit ich auch diese Informationen in meinem Token habe. Das entfällt quasi, wenn ich das jetzt so mache, aber das wäre normalerweise nicht doppelt notwendig. Ja? Also Empfehlung, nehmt hier eine SQL Server Admin-Gruppe mit rein, die ihr über Windows steuern könnt. Datenverzeichnisse, da ist die Empfehlung in der Praxis, dass wir das Database Directory und das Log Directory physisch trennen. Also ich kenne Kundensysteme, wo wir sehr große Flash-only Storage Arrays haben für Datenbank und für Log Directory, weil ja alles durchs Log durch muss. Das heißt, wenn ich das auf eine gemeinsame Platte lege, dann teilen die sich schon mal die Leistung. Und wenn meine Datenbank auf einer SSD liegt und mein Log auf einer klassischen Festplatte, dann habe ich im Prinzip die Leistung der SSD verschwendet, weil es nie so schnell sein kann. Das heißt, das Log braucht tendenziell etwas mehr I/O-Leistung als dieses Datendirectory. Das ist aber ein ganz grober Pauschalwert. Wenn wir sagen, wir haben jetzt für das Thema Performance-Optimierung hier 1, 2, 3 Minuten, dann kann man sagen, Log Directory braucht etwas mehr IOs als das Data Directory. Jetzt hatte ich gesagt, ich kenne Kunden, die in beiden extrem leistungsfähig Flash-Only-Array haben. Ich kenne aber auch Kunden, die so eine SQL-Server-Datenbank ganz normal auf einem plattenbasierten RAID 1 liegen haben. Es ist immer eine Frage, was brauche ich eigentlich an Leistung? Was muss dabei rüberkommen? Also von daher, das sollte man im Idealfall trennen. Ich habe es schon mal von meinem Systemlaufwerk runtergenommen. Ich habe gesagt, es soll nicht auf Laufwerk C sein, sondern es soll auf einem anderen Laufwerk liegen und jetzt könnte ich auch noch die Trennung in Datenbank und Log Directory vornehmen. Das mache ich nicht. Die Temp-Datenbank, die temporäre Datenbank ist vom SQL-Server so ein bisschen mein Cache. Wenn ich es weiter optimieren will, liegt meine Temp-Datenbank auch nochmal auf einem ja, eigenen Flash-Laufwerk oder Flash-Array. Muss ich das vorstellen? So vorstellen. Wir haben unsere Datenbankverzeichnisse, da liegen die Daten, die in unserer SQL Server Datenbankdatei dauerhaft geschrieben sind. Durch das Transaction Log geht jede Transaktion durch und die TempDB ist so ein bisschen unser Cache, die wir verwenden können. Wenn wir das alles auf einem getrennten Storage speichern, also im einfachsten Fall jedes auf einer Platte, etwas leistungsfähigeren Fall jedes auf einer SSD oder jedes auf einer NVMe,
da jedes dieser Ziele am besten auch noch redundant, dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir die Leistung steigern können. Wir haben plötzlich ein Vielfaches der Leistung eines einzelnen Laufwerkes. Und zum Thema Leistungssteigerung gehört auch dazu die Anzahl der Dateien. Wenn ich parallel in mehrere Dateien reinschreibe, obwohl es auf dem gleichen Laufwerk ist, kann das effizienter verarbeitet werden. Und genau das passiert hier letztendlich durch die Anzahl der Files, die hier festgelegt sind. Dann haben wir die maximale Parallelisierung. Ich habe eine virtuelle Maschine mit 4 V-CPUs. Das heißt, der Standard ist, dass wir einen Parallelisierungsgrad von 4 haben. Den könnten wir vergrößern, könnten wir verringern. Parallelisierung bedeutet im Prinzip beim SQL Server, wie viel kann parallel laufen. Das macht er von den Cores des Systems abhängig. Memory, wie viel Memory darf er verwenden? Und mit einem File Stream hätten wir eine Technologie, wo letztendlich Objekte, die wir in so eine Datenbank schreiben, in so einer SQL Server Datenbank, können auch Bilder liegen. Da können auch Dokumente liegen. Und mit dem File Streaming könnte ich solche Objekte hinten dran wieder ins Filesystem zurückstreamen. Damit ich zum Beispiel auf eine gespeicherte Präsentation auch nativ im Filesystem letztendlich Zugriff habe und in meinem SQL Server dann tatsächlich nur die Metadaten liegen. Gut. Dann wird nochmal zusammengefasst, was wir hier alles haben. Wir haben ein Configuration-File, was wir uns kopieren könnten, wenn wir diese Installation so genau nochmal durchführen möchten. Und über ein Install wird die Installation jetzt ausgeführt. Das dauert einen kurzen Moment. Das heißt, die Features werden zusammengesucht, das Ganze wird installiert. Und wenn wir alles gut gewählt haben, kommt am Schluss ein fertiger SQL-Server raus. Jetzt ist es aber so, der SQL-Server, ja, der hat Dienste, der hat Binaries. Ich möchte ja auch zugreifen. Der Zugriff auf den Microsoft SQL-Server ist über verschiedene Tools möglich, aber das bekannteste Tool seit vielen Generationen des SQL-Servers ist das SQL-Server Management Studio. Das ist unser Tool, worüber wir Datenbanken anlegen, worüber wir zugreifen, den SQL-Server verwalten und ähnliches. Das Management Studio, hatte ich erwähnt, ist seit einigen Versionen des SQL-Servers ein getrennter Download. Das heißt, es ist nicht mehr in dem Installationspaket mit drin. Das habe ich jetzt vorher schon mal gemacht. Das heißt, ich habe mir das hier heruntergeladen. Wir gehen auf D110-SAV11. So, da gibt es eine Freigabe, die heißt Sources. Und dort gibt es das SSMS-Setup, SQL Server Management Studio Setup. Version 18.6 ist dort die aktuellste. Und das kopiere ich mir hier einfach mal rüber, dass wir das schon mal da haben. Damit spare ich mir den Download bei Microsoft. AdventureWorks 2019 Bug. Das ist eine Beispiel-Datenbank-Datei, die wir spätestens im nächsten Termin dann auch mal verwenden werden, um dann dort auch ein bisschen was im SQL Server drin zu haben, was wir sichern können, was wir wiederherstellen können und ähnliches. Gut. Installation läuft. Ihr werdet dann feststellen, dass ihr, wenn ihr in den Task Manager reingeht, auf so einem SQL Server unter Performance, wenn der fertig ist, im Ressourcenmanager hier unter Memory, immer eine SQL Server-Exe habt, die relativ viel eures Speichers verbraucht. Das heißt, mein virtueller Server hat, glaube ich, 8 GB Memory. Habe ich das richtig gesagt? Memory 8 GB. Meine SQL Server-Exe, es ist bei mir kein echter Workload da. Da kann sein, dass das nicht passiert, aber im Regelfall wird meine SQL Server-Exe sehr schnell ca. 8 GB Memory für sich beanspruchen. Und wenn ich dem Server 16 GB gebe, dann beansprucht sie 16 GB. Wenn ich 32 gebe, 32 GB. Jetzt verschwendet die diesen Speicher aber nicht. Das ist das, was ich häufig höre zum SQL Server. Sondern die SQL Server-Exe verwendet diesen Speicher, um die Leistung des SQL Servers zu optimieren. Ihr habt beim Setup gesehen, da konnte ich einstellen, wie viel RAM darf denn der SQL Server verwenden. Das können wir nachträglich auch nochmal ändern. Das zeige ich euch spätestens im nächsten Termin dann. Und wir haben in der Standardeinstellung dem SQL Server dort komplett freie Hand gelassen. Wenn wir das nicht möchten, muss uns bewusst sein, wir nehmen dem SQL Server Cache weg.
aber wir geben das ans Betriebssystem. Das heißt, so eine Limitierung des Speichers des SQL-Servers ist immer dann wichtig, wenn da noch andere Applikationen mitlaufen. Vielleicht habe ich nicht einen dedizierten SQL-Server und einen dedizierten Web-Server, sondern es läuft auf der gleichen Maschine. Ist nichts, was ich empfehlen würde, aber man sieht das sehr häufig oder ich habe meine Branchenlösung damit drauf und dann brauche ich ja für diese andere Anwendung auch noch Ressourcen. Da darf nicht der SQL-Server alles verwenden und das mache ich dann eben über eine solche Ressourcenzuweisung. Das geht dann auch im SQL-Server Management Studio. So, während der jetzt gerade fertig installiert ist, eine perfekte Gelegenheit für ein, zwei Fragen im Chat, falls es die gibt. Gerne könnt ihr die dort reinschreiben. Wenn nein, hoffe ich aber, dass er gleich fertig ist. Im Regelfall geht das recht schnell. So, für den Fall, dass das ein bisschen länger dauert, habe ich wie immer ein anderes SQL-Server-System schon vorbereitet. Also ein Zweitsystem, wo die Installation schon mal durchgelaufen ist. Und zwar ist das dieses hier. Da ist der SQL-Server installiert, der ist komplett fertig. Das heißt, wenn ich hier in den Task Manager reinschaue, dann sehe ich hier auch unter Performance, wenn ich reingehe, unter Memory, hier meinen erwähnten SQL Server Exe. Gehen wir mal rein. SQL, da haben wir den Agent, da haben wir SQL Writer und so weiter. Muss ich ein bisschen größer machen, dass wir alle draufkriegen. Also hier werden wir sehr schnell feststellen, oh ja, der braucht einiges an Ressourcen, gerade der SQL-Server hier. Bei mir im Moment recht wenig, weil kein Workload drauf ist. Jetzt, wenn ich mich auf so einen SQL-Server verbinden möchte, dann nutze ich dafür den SQL-Server und zwar das Management Studio. Hier haben wir es, SQL-Server Management Studio. Das ist also meine Client-Konsole, die muss man nicht unbedingt auf dem Server installieren. Das bedeutet, es wäre durchaus vielleicht zu empfehlen, es auf einem Windows-Client zu machen. Das mache ich ja hier in den Live-Demos immer nicht, dass ich die Tools dann auf Client installiere, weil da müsste ich dauernd hin und her wechseln. Aber Empfehlung wäre, auf dem Server nur die SQL-Server-Dienste zu betreiben und das Verwaltungstool auf dem Client zu installieren. Den SQL-Server gibt es ja auch für den Server Core. Da stellt sich die Frage dann gar nicht. So, jetzt sehen wir, ich verbinde mich hier auf einen SQL-Server. Naja, der, den ich vorbereitet hatte, der heißt SQL01. Und dann habe ich hier meinen Usernamen, ich mache eine Windows-Authentifizierung und verbinde mich da drauf. Und weil ich auch dort die Default-Instanz installiert hatte, habe ich jetzt eine Connection auf meinen SQL-Server. Ich kann hier meine Datenbanken sehen, die Systemdatenbanken, da sprechen wir das nächste Mal noch ein bisschen drüber. Den SQL-Server Agent kann das hier alles verwalten und könnte hier unter den Eigenschaften meiner SQL-Server-Installation dann auch auf solche Dinge zugreifen, wie zum Beispiel Memory. Wie viel meines Speichers ist für den SQL-Server reserviert? Wie viel darf er maximal verwenden von meinem System? Wie sieht es zum Beispiel auch mit den Prozessoren aus? Darf er alle Prozessoren verwenden oder nur eine Auswahl der Prozessoren? Wie ist es mit der sogenannten Affinität, womit ich eine Leistungsbeschleunigung erreichen kann? Also das können wir alles konfigurieren. Jetzt schauen wir mal auf unseren SQL02 rüber. Prima, der ist soweit succeeded, das passt. Also schließe ich das hier mal und greife zu, mein Setup vom SQL Server mache ich auch mal zu und greife hier zu auf mein SQL Server Management Studio Setup. Es könnte jetzt sein, dass der von mir eine Neuinstallation verlangt. Auch das installiere ich auf Laufwerk E. Entschuldigung, ein Neustart verlangt, nicht eine Neuinstallation. Wenn der einen Neustart möchte, dann werden wir 2 Minuten überziehen müssen. Wir müssen sowieso 2 Minuten überziehen. Das sieht aber ganz gut aus. Da sehen wir jetzt schön, der installiert uns unsere Provider, ODBC war es vorher, jetzt die OLEDB Provider. Overall Progress haben wir hier, Installation wird durchgeführt. Das geht relativ flott, weil das Management Studio ist sehr schlank geworden. Das hatte früher sehr, sehr viele Zusatzkomponenten drin. Mittlerweile geht es wirklich nur um den Kern der Verwaltungslösung an der Stelle. Naja, und das Verbinden haben wir gerade gesehen. Das werden wir auch hier gleich wieder nutzen können.
Ich würde es euch bloß gerne so als Erfolgsabschluss des ersten Termins zeigen. Wenn wir die Zeit ganz kurz nutzen, auf die nächsten zwei Termine mal drauf zu schauen oder drei Termine mal drauf zu schauen. Wir werden uns heute in der Woche das Arbeiten mit Datenbanken anschauen, dann in 2 Wochen Backup und Restore und in 3 Wochen SQL Server im Cluster. Gerade beim Arbeiten mit Datenbanken werden wir Datenbanken anlegen, wir werden sie anhängen, abhängen, uns das mit den Transaction Logs nochmal anschauen. Das heißt, da dürft ihr von einer Stunde Live-Demos wieder ausgehen. So, und jetzt brauchen wir einen Restart für unser SQL Server Management Studio. Der Restart wird durchgeführt. Entschuldigung, es war nicht nur für das Management Studio, sondern auch für den Windows Server. Und nach erfolgreichem Restart des Systems werden wir uns verbinden können und werden hier die Möglichkeit haben, dann auf unsere Datenbankinstanz zuzugreifen. Das machen wir jetzt. Das heißt, ich authentifiziere mich hier mal ganz kurz mit meinem User und dann habe ich schon den Zugriff über das SQL Server Management Studio, SQL Server und dann unser Management Studio hier auf unsere Instanz, jetzt auf dem SQL 02. Und es geht übrigens dann auch, dass ich auf den anderen Server rübergreife. Aber auch das schauen wir uns beim nächsten Termin an. Am Anfang startet das immer relativ, ja, behäbig, würde ich mal sagen. Es liegt jetzt aber nicht an der Leistung meines Systems, sondern braucht da einfach einen Moment, bis alle Module geladen sind. Und dann haben wir die Möglichkeit, uns das Verbinden noch ganz kurz anzuschauen. Hier gibt es jetzt natürlich noch keine AdventureWorks Datenbank, weil hier habe ich noch kein Beispiel-Content reingeladen. Das ist ja der SQL-Server, den wir gerade im Moment zusammen installiert haben. Würde ich also mal sagen, ein schönes Ergebnis für so eine Stunde, nachdem wir anfangs kurz über die Lizenzierung gesprochen haben, dass wir jetzt dann wirklich ein fertig installiertes SQL Server System haben und auch im Management Studio jetzt dann gleich noch sehen, dass wir uns drauf verbinden können und alles Weitere folgt dann im nächsten Termin. Ihr könnt natürlich gerne weiterhin eure Fragen stellen. Ich hoffe, dass wir uns am 12. Oktober um 13 Uhr wiedersehen zum Arbeiten mit Datenbanken. Natürlich können wir uns auch sehr gerne am 12. Oktober sehen, morgens um 9 Uhr schon zum Thema der Lizenzierung. Das ist ja unser zweiter Track. Wenn euch da irgendwelche Informationen fehlen, unter manfredhelber.de/download könnt ihr immer Zugriff haben auf die Flyer. Falls ihr letzte Woche unseren WBSC Webday zum Thema Azure Stack HCI verpasst habt, die Inhalte sind on demand verfügbar unter manfredhelber.de/webday. Und wenn ihr da gerade schon unterwegs seid, könnt ihr euch dort auch zu unserem Webday zu Microsoft Exchange anmelden, der am 29. Oktober ist, zusammen mit dem Thomas Stensitzky. Und zu unserem Webday zum Thema Modern Workplace, der am 25. und 26. November ist, seid ihr herzlich eingeladen. Alle Webdays sind natürlich so wie unsere Webcasts für euch kostenfrei. Und damit sage ich sorry für die 3 Minuten Überziehung. Vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche einen schönen restlichen Montag. Freue mich, wenn wir uns am kommenden Montag wieder hören und sehen. Und bis dahin macht es gut, einen schönen Tag euch und tschüss.